Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone. Yay, wir haben wieder ein paar Quests, die ich erstmal schauen wir mal hier. Erstmal Siegmarke, Schamane, gewinnt 3 Spiele, ist okay. Gewinnt 3 Spiele, ist Hexenmeister. Nö. Sieg des Schurken oder Kriegers, ist auch nicht viel besser. Na gut, wir öffnen erstmal die eine Packung, die ich vom Chaos bekommen habe. Kartenchaos, weil es langweilig ist, weil es wieder dasselbe ist wie damals. Das allererste Kartenchaos. Jetzt Farian gegen. Ihr wisst schon wen. Na gut. Und ihr seht hier, ist nichts wirklich Tolles jetzt hier. Ja. Oh, wir haben 1440 Gold. Das ist schon toll, oder? Ja. Ich würde sagen, wir werden überzählige Karten verkaufen. Vertauschen. Boah, noch 5. Na egal, wir spielen wieder Marengt mit dem Secret Dünn. Den Paladin, dass ich wieder abgeändert habe. Wie immer. Es läuft aber ganz okay. Ich war mal, wie ihr seht, bin ich Rang 7. Ich war aber mal Rang 5. Das erkennt man. Oh. Hoffentlich bricht es jetzt nicht ab. Oh, okay. Weil ich auf Abbrechen gedrückt habe in dem Moment, aber hat er was gefunden, scheinbar. Und dann darf man das nicht. Sonst stürzt das Spiel ab. Theoretisch, normalerweise. Gute Karten, also das ist gut und der ist gut. Das ist nicht so gut gegen sein Deck da. Wegen Karten, Geheimnisse klauen ist immer gut. Zwei, ja, wir nerven den Gegner mit zweimal kurzer Schild. Finde ich gut, finde ich sogar sehr gut. Wenn er jetzt also wieder so ein Face Hunter ist, ja, dann gehen wir ihm so auf den Sack mit unserem Schutzschild und allem. So dass er uns erstmal keinen Schaden macht. Aber eigentlich ist das und dann der ein sehr guter Zug. Und dann den, weil wir klauen ihm seine Falle. Wenn er denn eine Falle zu dem Zeitpunkt hat. Okay, das ist eine kleine Little Spinny. Und das bedeutet in der Regel auch, oh, dass wir jetzt die beiden beschwören werden. Das bedeutet in der Regel, dass er eine kontrolligere Variante spielt. Midrange quasi. Beziehungsweise, eigentlich können wir trotzdem hier machen. So. Wenn er ihn jetzt zerstört, kommt er einfach wieder. Und ich hoffe, er wird dabei zerstört. Oh, wie er das denkt. Oh. Bitte treff ihn. Hier treffen. Bam. Mua. Wie gut das lief. Danke. Das ist die Eiskältefalle. Ich sag mal hier, danke. So. Also, fand ich gut. Fand ich nett von ihm, dass er uns die Falle gegeben hat. Ja. Oh, Mister. Oh, Mister. Eigentlich keine so gute Karte gegen ihn, aber. Haben wir schon aktiviert, ja. Das ist jetzt seine Falle. Oh. Oh. Ja, komm. So. Hier, noch mehr. Bäm. Jetzt holt er seine kleinen Hunde raus, dann kriegt er 6 auf jeden Fall beschworen. Oh, shit. Der hat sie nicht. Er hat sie nicht. Er hatte sie nicht. Oh, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir schauen, wie viel Schaden sind das? 3, 4, 7 nur. 8. That's not enough, würde ich sagen. Deswegen machen wir das so erstmal. Hat bereits angegriffen. Und zack, komm. Ins Face bitte. Ja. Face hier. Face is the way. Und der erste Sieg, würde ich sagen. 30 Leben, er nur noch 11. Volles Feld. Und wenn er angreift, dann geht diese Karte auf die Hand zurück. Ja. Was er da beschworen hat.
Eventuell ist das jetzt keine gute Idee anzugreifen. Allerdings sollten wir den vielleicht hier. Komm, wir machen es mal. Es ist die Schlange des Todes, haben wir hier. Für die Gerechtigkeit. Okay, jetzt ist die Frage, sobald er angreift, das ist eben das Dumme. Passiert, kommt der wieder auf die Hand und dann kann er wieder. Das müssen wir verhindern. So, aber wir haben ja was Schönes. Ein Dr. Boom! Ja, er kann natürlich sich eins dieser Viecher jetzt wieder zurückholen. Auf die Hand. Und zack. Davon, das hat er ja gewusst. Und noch einer wird nicht durchkommen. Voll lustig. Ach so, der wird jetzt schon aktiviert. Dims! So. Sein Glück, er kann ihn jetzt zerstören. Mit allem, was er hat, muss er da reinlaufen. Und dann werden wir immer noch verbessert. Zack! Oh! 7 Schaden machen wir schon. Oh! Gut gespielt. Schau das an. Wir hätten auch noch Karten ziehen können, Mister. Hui! Ein Sieg! Ein phänomenaler Sieg, würde ich sogar sagen. Ja, Leute, so muss das laufen. Oh, Siegesträhne. Yay! Ich habe es tatsächlich geschafft, mal wieder 3 Siege ineinander zu haben. Wir sind wieder Rang 6, Leute. Und so kann es ruhig weitergehen. Nach 2 Siege. Schaffen wir das in dieser Aufnahme? Nehmen wir überhaupt auf? Sehe nicht zu sehen. Ich sehe hübsch aus, oder? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich sehe ich nicht hübsch aus. Schade. Nächstes Mal vielleicht, in meinem nächsten Leben. Dann werde ich eine hübsche kleine Gänseblümchen. Gänseblume. Nein. Ein hübsches kleines Weibchen vielleicht. Kann man mich gut vorstellen, oder? Das Weibchen. Wie gegen was spielen wir? Paladin. Dann ist das eine gute Karte auf jeden Fall. Eventuell. Das ist eine gute Karte auf jeden Fall. Danke, bis Tigerin von Kizan. Ah, außer es ist kein Secret Din. Weil das Din ist eine Abkürzung für Paladin. Secret Din. Das ist viel gut. Viel cooler. Ja, ja. Ja, wir könnten den setzen, aber nee. Das Problem ist, wir spielen den und dann so ein Token und dann wird das Token wieder beschworen. Really? I don't want this shit. Ich glaube, wir verlieren diese Runde. Aber wir haben ja ein paar Sternchen plus gemacht. Dann ist das wieder okay. Nicht wahr, Mr. Interface? Oh, Interface? Der muss auf jeden Fall Secret Din spielen. Weil das gibt sehr oft ins Face. Gong, du darfst ruhig was unternehmen. Gong, 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 gong. Ja, komm her. Ein kleines Wasserrädchen. So, wir haben 3 Parts gemacht, Arena. Da machen wir 3-mal Ranked hintereinander. Na, das läuft doch, oder? Komm her. Rank 6, Alter. Komm, mach doch mal was. Wow, er hat nichts gemacht. Das ist grandios. Wir können einen. Wir haben einen Minion vor ihm beschworen. Wow. Und dann nächste Runde die Karte einfach. Aber dann Consecration oder nicht, ist mir so egal. Wir haben dann auf jeden Fall trotzdem die Führung. Obwohl jetzt den da auch beschwören könnten. Aber das ist so cool. So, ja. Aber das ist auch cool. Diese Combo together. Oh, wow. Ja. Melde mich zum Dienst. Ja. Ach, nebenbei habe ich jetzt erfahren, die Karte, die länger liegt, hat immer der Effekt kommt, also die hier zum also die Karte, die länger liegt, der hat irgendwie kommt zuerst oder irgendwas, keine Ahnung, wird zuerst aktiviert. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn jetzt ich die aktiviere zum Beispiel und er stirbt zusammen mit denen zusammen und er lag aber zu länger da als die anderen, dann wird er wiederbelebt. So, weil er länger lag. Sie haben quasi Vorrang. Genau.
Karten, die länger lagen, haben Priorität. Aber er hat durchgeschaut durch meine Karte. Das ist sehr schade. Hätte er lieber anders machen sollen für mich. Kannst du kreischen jetzt noch, nachdem du einmal angegriffen hast? Das ist sinnlos. Na egal, wir haben immer noch unsere Trägeis. Und die sind nett. Ja, komm. Ist zwar schade um meine Falle. Aber wir wollen den loswerden hier. Um meine Falle, habe ich gesagt. Oh ja, den wollen wir loswerden. So. Wieso habe ich die Falle nicht gespielt? Weil er eine Waffe hat. Genau, eine Waffe. Und die würde meine Falle auslösen. Und das habe ich nicht die Lust zu. Na, was beschwert er? Wer ich bin? Welche Falle? Wollen wir ihm schauen, ob wir klauen ihm eine Falle. Egal welche. Das Heldenopfer haben wir ihm geklaut. Okay. Das kann ich nicht tun. Okay, wir können dafür keine andere... Ja. Ja, wir können angreifen, aber er wäre irgendwie sinnlos. Haben auf jeden Fall eine Karte von ihm geklaut. So, ja. Die ist aber... Ja, egal. Wir haben eine Falle geklaut. Das ist okay. Zack, jetzt kriegt er 2 Schaden. Das wusste er aber schon, weil wir sie ihm ja geklaut haben. Sollte er wissen zumindest. Oh, der hat nur noch ein Leben. Oh, wie konnte das denn geschehen? Wer ich bin? Oh, noch einer. Aber der beschwört noch einen nur noch. Wow. Das ist seine Falle, die wir ihm geklaut haben. Die hat er jetzt beschworen. Wir können damit angreifen oder den und ne. Alles doof. Nicht angreifen ist gerade besser. Ja, es ist wirklich am besten gerade nicht anzugreifen, auch wenn er Konsequenzen haben könnte, weil ich einfach mit mehr angreifen muss. Gottesschild, yay! Wer mag Gottesschild nicht? Ah, ich hasse diese Karte so sehr. Jetzt könnte er theoretisch ihn aufpumpen, ja, und dann meinen Mr. Nice Guy töten. Er geht lieber Face, okay. Ein Diener mit Spott ist im Weg. So, wir greifen den zuerst an. Denn wir wollen nach. Selbst wenn er ihn jetzt trifft und Gottesschild weg hat, wäre das egal. Genau deswegen. Ja, das ist egal. Wir wollen nämlich jetzt schauen. 5, 7, 8, 10 würden das. 5, 7 geht nicht. Wir können den beschwören, den plus den aber. Schauen wir einfach mal. Wir müssen jetzt all out gehen, also all in quasi. So, was machen wir jetzt? Den zerstören wir auf jeden Fall. Da schauen wir, wo die Bombe hingeht. Ja, schade. Den werden wir angreifen müssen. Ah, hätte ich nicht machen müssen, aber egal, haben wir jetzt so gemacht. So, wir haben sein Feld weg. Wenn er jetzt Consecration hat, hat er gewonnen. So ist das Game. Have it oder have it not? Hätte ich immer einen Sechser gehabt? Ja. Oh, so leicht kannst du nicht zerstören. Es wäre ja eine nette, es wäre gut gewesen für dich, ich weiß, aber 7, 10, 12, 13 haben wir. Und Consecration? Hey, now you have it! Now do it! Obwohl, hat das vielleicht vorher schon gemacht? Ich weiß nicht. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Ah, er hofft jetzt, okay, ah. Oh. Die zu treffen ist wahrscheinlich, ja. Den aber als erstes zu treffen ist eigentlich unwahrscheinlich. Okay. Ich glaube, wir haben verloren. Also wir hätten Consecration gezogen. Melde mich zum Dienst. Ja? War klar, dass sowas passiert. Und es war ja kürzlich klar, dass der getroffen wird. Okay.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben sein Feld trotz allem geklärt. Und wir haben 8 Schaden auf dem Feld gerade. Das heißt, wir können ihn immer noch nicht töten. Und wir haben nur noch 7 live. Oh ja, er muss natürlich alles ziehen. Okay. Wir haben immer noch keinen Mysterious Challenger. Sehr schade, sehr, sehr schade, ja. Dann haben wir wohl verloren, weil deine Waffe jetzt zieht. Ja, selbst ohne, ja, wir haben verloren. Schade, aber was soll ich machen gegen so ein Feld gerade, wenn er zweimal Mysterious Challenger hat, plus Tyrion, plus seine 4-4er Plus-Karte, hätten wir auch mal ziehen können. Wir haben dieselben Karten alle im Deck. Ich glaube Tyrion nicht, weil der mit Slam ist in der Regel. Und ich habe ihn bisher nicht vermisst, ehrlich gesagt. Aber hier, 1, 2, 3 Karten wären gut gewesen. Haben wir den überhaupt gezogen? Nee. Hätte uns in der Situation jetzt auch nicht geholfen. 4, 5 Karten, die gut gewesen wären. Ja, den haben wir gezogen. Oh, 6, 7 Karten, die gut gewesen wären. Der hat ja genug Handkarten. Ich glaube, ja. Aber nur mal um zu sehen, 7 Karten im Deck hatte ich noch. Und wie hoch die Chance wäre gut gewesen, glaubst du, zu ziehen? Wir hatten noch nicht mehr so viele Deckkarten. Oh, 18, 17. Ja, 17 glaube ich. Also 33%ige Chance quasi. Warte, nee. Von 1 von 7 zu ziehen, doch, ungefähr. Sogar weniger. Also unter 30% Prozent sogar hatten wir die Chance, eigentlich theoretisch so eine Game-Winning-Karte zu ziehen. Aber haben wir nicht. So, die ist cool gegen Jäger. Der benutzt dann immer die Karte, die 3 Schaden drauf macht. Und das egal, ob wir was haben oder nicht. Das ist das Tolle. Heißt, wir beschwören die, danach den. Und dann ist er schon längst tot, weil er 3 Schaden kassiert. So. Und diesmal auch, Mister. Für 2 Mana 3 Schaden auf sie. Oh, nee. Das ist ja seltsam. Er hat keine Angst vor ihr. Er hat keine Angst vor ihr. Dann hast du jetzt Angst. So. Weil sie ist stark. Mistkerl. 3-4. Und er hat keinen Konter dagegen bisher. Oh, jetzt ist sie noch stärker. Danke. Sie wird immer stärker. Mann, wie willst du sie noch bezwingen, Mister? 6-6. Viel Spaß. So. Aber er kann jetzt Face gehen. Ja, ist egal. Besser wäre, er macht so, dann spart er einen Token. Aber wir werden sehen. Was hat er vor? Geht er vielleicht nur Face? Aha. Ah, dann wird es wahrscheinlich... Ich gehe davon aus, es wird eine gewisse Karte sein. Wir probieren es aus. Ich gehe von Explosive aus, ja. Aber das ist egal. Ja, hier. Gehen wir noch weiter, Face. So. Und, du hast noch 11 Leben, während ich noch bei 27 bin. Geht schnell manchmal. Und das ist noch eine gnadenlos gute Falle. Ich meine... Ah, hofft es genug, sie zu treffen. Oh, er hat sie er hat sie perfekt getroffen sogar. Oh, wir könnten eine Karte ziehen, was schon viel ist. Eben gegen so ein Deck. Da wir gerade nicht viel machen können. Schade. Egal, sehen und die nächste Runde. Dann sieht es immer noch gut aus für uns. Er ist ja noch bei 11 Life. Er kann sich nicht so viel erlauben, glaube ich. Wow. Jetzt Consecration wäre saugut. Ich wäre für Consecration. Schade. So, und dann den. Und dann haben wir echt fast gewonnen. Kommt auch noch, was er noch macht. Weil das, obwohl er noch 11 hat, hat er noch Karten, die ihn schützen. Seht ihr, jetzt hat er sogar den gelackt.
Die Frage ist, ist es eine Explosive? Ist es die Karte, von der ich ausgehe, dass es die sein könnte? Das werden wir herausfinden, nicht? Weil er wird es definitiv... Es könnte eine Eis... So eine eiskalte Falle sein da. Ja, natürlich. Okay. Problem ist, wir müssen jetzt irgendwas machen, sonst haben wir verloren. Consecration ziehen wir immer noch gut. Oder? Oder ist es eine Sprengfalle? Was ich hoffe, ich ausgehe und wir ziehen diese Karte. Okay, unsere einzige Chance noch zu gewinnen. Ja, wir müssen hoffen, dass es keine Eisfalle ist. Ja, Mann! Ja! Es war sie nicht, Leute! Oh, und wie sie es nicht war. Okay, wir haben gerade mal 10 Minuten gespielt, oder? Sehe ich das richtig? Wir haben auch gerade mal 2 Spiele gemacht. Ich dachte, das ist schon 3. Upsi! Dann machen wir natürlich noch 1-2 Spiele. Ein Schaden mehr mussten wir machen. Und es durfte nicht die Eiskälte-Falle da sein. Ich probiere mal was. Gegen Rexxar. Lass die Jagd beginnen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Weil es ist... Hat mich genervt. Es nervt mir immer, wenn da so ein sichtbares Feld ist. Gegen Jäger. Oh, die behalten wir. Und zack. Nicht so toll. Also den, der ist gut, dann den spielen. Aber es ist kein Facehunter, okay. Dann könnten wir trotzdem den rufen. Weil normal wir spielen Facehunter den nicht, sondern das ist die Version mit dem... Gut, er kann auch Face gehen, das ist im Prinzip die bessere Version. Weil er dann beides kann. Es ist vor allem auch die Karte, das darf man nicht vergessen. Die... ja, die Verstohlenheit aktivieren kann. Und unsere Fallen dann alle ins Nirvana sendet. Und er zieht eine Karte. Und ist auch gut gegen Stealth. Ja. Lololols. Okay, wir machen uns jetzt jeweils 2 Schaden. Wow, finde ich gut. Ich werde sie alle zeigen. So, jetzt die Frage, beschwören wir den als nächstes? Befolgt die Regeln. Why not? Ja, wir machen jetzt auch immer mehr Schaden, Mister. Mal sehen, wer zuerst tot geht. So, das nächste können wir hier +4 machen. Und dann den da und dann nochmal +4. Wow. Er wollte eine Falle, ja. Wir werden ihn plus aufpowern, wenn er nicht sterben sollte. Wenn er ihn tötet, wird er wiedergeboren. Also ist das okay. Okay, dann wird er wiedergeboren. Damit hat er wahrscheinlich gerechnet, dass es die Karte sein könnte. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Weil ich nicht dran vorbeikomme. Ich gehe davon aus, Eis ist Kältefalle. Also ich weiß nicht, wieso es die Eis ist Kältefalle nennen. Also ich meine natürlich die eiskalte Falle. Ah, wir hatten den beschwören können, ich Depp. Habe ich übersehen. Na, den und den. Also den und den können wir immer noch spielen. Noch ist nichts verloren. Es sieht nur nicht mehr so gut aus wie gerade eben. Ja. Tschüssi. Heldenopfer ist weg. Das ist very sorry for me. Jetzt kommt nochmal sowas. Natürlich hat er das. Oh, wir haben eine gute Karte gelackt. Egal, komm. So, eine 1-2er-Karte, so wie sie anfangs mal war. Yay! Ja. Oh, trifft er? Ich habe schon 3-2 große weg. Oh, hat nicht getroffen. Okay, ein 4-1er, dann rennt er dagegen, ja. Jetzt die Frage, wen spielen wir den? Dann stirbt er auf jeden Fall wieder. Er stirbt aber auch wahrscheinlich.
Wir spielen den trotzdem jetzt aus, bevor wir noch mehr Fallen ziehen. So. Unser Vorteil, wir haben keine guten Karten auf der Hand. Ein großer Vorteil nicht. Wir haben 16 Life, er 26. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, ist sehr hoch. Eigentlich sagen wir 100%. Oh, nee, aber so 70, 80. 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt verlieren. Und wenn er den Big Game Hunter hat, was wahrscheinlich sogar ist, sein könnte. Nee, er geht einfach so Schaden machen unendlich, okay. Ja, ja, das ist die Möglichkeit auch dieses Decks. Immer Face gehen. The Face is the way und wir haben verloren, ja. Hier, ciao. Doch 100%. Ja. Aber wir konnten nicht viel machen. Was sehr schade ist. Hey, it's bad. Mit Level 58 haben wir den in Gold bekommen. Wow. Das bringt uns gerade viel, oder? Ja, solche Karten in Gold bekommen, die man nicht mehr los wird. Wow. Da, gib mir eine ab. Nicht. Okay. Letztes Spiel, Leute. Letzte Runde. Holt eure Wettscheine heraus. Setzt auf den Gewinner. Und gewinnt nichts. Weil wir nichts wetten. Keine richtigen Wetten machen. Ja. Das hier ist kein Wettbüro hier. Keine. Keine. Ach, egal, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Wir behalten mal den, weil wir, weil er, wenn es ein Drängendings ist, der bestimmt okay ist. Wollen die Frage ist jetzt, spielen wir den zuerst aus? Es hat eigentlich keinen Sinn, vor allem wenn er jetzt die eine Karte beschwört. Jetzt hat es erst recht keinen Sinn. Deswegen machen wir gar nichts. So, komm hier. We doesn't need to rush this. Wir könnten dann den spielen und den da rein adden. Ach, komm on. Okay, hat er ihn eben aufgebufft. Wow. Spielen wir den? Oder spielen wir den? Na komm, wir spielen den erstmal. Oh, hat er einen 2-5er. Ich zittere vor Angst. Die verdammten. Oh, hat er einen 3-4er. Ich zittere vor Angst. Willst du mir noch mehr solche gnadenlosen Karten zeigen? Schau mal, was ich dir zeige hier. Zack. Warum sollte ich jetzt unser Einsatzrand ausspielen, wenn wir Fallen, Geheimnisse ziehen? Ich sage immer Fallen dazu, oder? Aber ich meine Geheimnisse. Ich bin es eben von Yu-Gi-Oh! So gewohnt, dass man Fallen hat. So, was machen wir jetzt gegen den Hannes? Wir können gar nichts machen dagegen, sehe ich das richtig? Ah, Mann, wir können die ausspielen einfach. Einfach, weil wir es können. Und dann schauen wir mal. Dann greifen wir da an, das hat keinen Sinn. Dann beenden wir einfach. Und nächste Runde beschwören wir den Mysterious Challenger. Nachdem er das Feld aufgeräumt hat. Oh, so viele Verletzte. Tja. Jetzt wäre eine Combo ganz gut. Eine gewisse Combo, ja. Oder wir lassen das noch mit dem. Wir kommen an dem immer noch nicht vorbei, das ist hart. Wir können den jetzt beschwören. Oder wirklich den Mysterious. Der aber nichts bringt im Moment. Deswegen müssen wir erstmal ausharren, bis der irgendwie einen Sinn hat. Nächste Runde spielen wir auf jeden Fall Dr. Boom. Der hat immer einen Sinn. Und den eine Runde früher ausspielen? Wow. Ja, ja, ich weiß, der will seine Viecher pumpen. Hoffentlich pumpt er den damit. Weil das ist sinnlos, den zu pumpen quasi. Ja, komm. Pumpt den. Ja, perfekt. Und jetzt den... Oh, schade. Was, du hast einen Tiger im Tank? Du hast einen Tiger getankt? Lass mich mal deine... Ach, fuck you all. Sieht gerade gut für diesen Drachenpriester aus, hä? Zack, hier, gönn dir.
So liebe ich das, wenn es nicht mehr juckt. Und? Oh nein, hat alles! Bams! Ja, nächste Runde den eben. Gottchen, Alter, wie er mich fertig macht. Zack! Oh, nur ein Leben. Das ist aber wenig. Wir können auch hier 2, 3, 4 und rumschießen. Wir können dann auch plus 1, plus Dings geben. Aber egal, machen wir so erstmal. Und den auch. So. 4 Fallen, Mister. Ja, tu was dagegen. Ja, wird auch. 6, 7 ist er jetzt. Wow. Weil er Leben vertauscht hat. Mit meinem Dr. Boom. Der ist schon eine Assi-Karte, oder? So ein klein bisschen. Ja, den hat er nicht geheilt, weil er seinen Effekt nutzen will. Wer wird es diesmal sein, der 4 Life bekommt? Und zack. Wird jetzt meine kleine Bombe stärker. Okay, ja komm, stärker Bombe. Ja, die stärkste Bombe aller Zeiten. Und Erlösung. Hey, hallo. 4-3. Ist schon okay, 4-3. Ja, renn damit rein, genau. Oh, 2 Schaden ins Gesicht, wow. Das war vortrefflich. Jetzt könnte er damit den zerstören. Oh Mann, oder macht das einfach, okay. Es sieht wirklich scheiße aus für uns gerade. Mit unseren 6 Life. Aber er hat, schau mal, was er alles hat. Und was sollen wir dagegen machen? Hm, nicht viel. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ich verrat's niemand. Hey. Melde mich zum Dienst. Wir haben wild rumgeschossen für nichts. Wow. Es sind 5, 9, 14. Wir geben auf. Ja, Leute, sowas passiert auch. 2 Siege, 2 Niederlagen, oder? Oder haben wir jetzt einen Sieg, 3 Niederlagen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir beenden die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, darf ich schon wieder mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Top oder Flop. Denn eigentlich, im Prinzip ist es fast immer, der Gegner dominiert oder ich dominiere. Ganz selten ist es im Moment, dass es knapp ist. Obwohl doch voll oft sogar knapp und der Gegner lackt dann. Was laber ich? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.